Willkommen zurück, Leute, zu New Super Luigi U. Wir befinden uns noch immer im Limonadendschungel. Den will ich jetzt aber endlich abschließen. Kettentherapie in Iggys heiße Sohlenfestung. Ja, das ist hier sozusagen dann das große Grand Finale so vom Limo-Dschungel. Und ich wollte gerade sagen, ich könnte mir vorstellen, dass die Starcoins sehr schwierig versteckt sind. Aber das war ja gerade noch geradezu human. Oh, puh, mach keinen Mist hier. So. Wow. Ja, auch gut. Das war zwar jetzt gar nicht das, was ich erwartet hätte und so, aber passt schon. So. Ja, komm, die kriegen wir nicht. Die kriegen wir doch eh nie. Nein! Oh, scheiße, das war dumm. Das war einfach nur endkrass dumm. Okay, den hätte man vermeiden können, aber da bin ich ein bisschen zu weit gerutscht, ja. Das darf aber auch mal passieren. So, aber ich denke mal, das wird nicht so schwierig. Es ist halt eine kurze, schnelle Festung. Lava ist an sich natürlich ein Problem, ja. Kann man wohl ruhig so zugeben. Ja, genau, das habe ich mir, ich habe es mir fast gedacht. Bringt mir nur leider gar nichts, wenn ich dafür meinen Pilz verkacke, ne? Wow, 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 vorsichtig, Mann, vorsichtig, entspann dich bitte. Ups, ja, na, und wieder zurück, ist klar, nee, 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 lass mal. Lass mal stecken, das war auch nicht so gut. Nein, 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 bam, und da hoch und das war die dritte. Ei, das war die dritte. Nichtsdestotrotz schließe ich das Level jetzt an dieser Stelle erstmal ab. So. Erstmal den Iggy besiegen und danach können wir uns immer noch um die zweite Starcoin kümmern. Das ist ja gar kein Thema. So, der Limonadendschungel im Hintergrund sieht auf jeden Fall cool aus. Ein Urlaub im Limonadendschungel, ja, das wäre auch mal ganz nett, bestimmt. Überhaupt, so ein Urlaub im Pilzkönigreich, das erinnert mich dann immer wieder an den Super Mario Bros. Real-Life-Film. Keine Ahnung, wer ihn gesehen hat, der weiß Bescheid. Okay, das kann ja jetzt auch eigentlich nicht so schwer werden, oder? Du schießt wahrscheinlich und springst dann runter oder lässt dich... Scheiße. Okay, das habe ich nicht gewusst oder ich habe mich nicht erinnert. Nein! Boah, nein, 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 das wird nichts. Ja, ich wollte gerade sagen, das kann nichts werden. Das fail ich doch hier so richtig ab. Okay, gut. Ich wusste halt nicht, dass das Vieh aus der Lava kommt. Da habe ich nicht drauf geachtet. Das war ein klitzekleiner Fehler. Hätte man so nicht unbedingt machen müssen. Egal, Kettentherapie. Ja, 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 ja. Wo die zweite Coin ist, habe ich schon eine ungefähre Vorstellung. Na komm, 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 komm. Ja, nein. Ah, er muss ein bisschen höher. Ein bisschen höher hätte sein müssen. Ich sehe schon wieder die Kommentare. Jetzt fällst du wieder voll oft rum. Ja, natürlich. Das kommt vor, ne? Ist doch logisch. Es wäre doch auch voll langweilig, wenn es immer perfekt laufen würde. Da hätte ich selber keinen Bock drauf, muss ich gestehen. Doch, hätte ich. Ein bisschen schon. Nein, nein, das war eigentlich jetzt... Ja, ja. Okay, das war... Ja, das war so lala, so lala, so lala. So, wie gesagt, die zweite hatten wir beim letzten Mal verpasst. Ich sage jetzt einfach mal... Ist ja auch hier noch was. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier so drin ist. Oder hier drin. Hier drin ist sie nicht. Oh, ja, das Blöde ist, du kommst hier ja nie... Ja, du kommst nie im richtigen Moment da dran. Ist doch nur ein Verdacht. Es ist auch tatsächlich nur ein Verdacht. Keine Ahnung. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil du echt gut suchen musst, ne? Da musst du wirklich genau gucken, wo könnte die Starcoin denn sein, wo denn nicht. Ätzend. So, aber immerhin kriegen wir hier immer wieder ein Leben. Sogar... Ja, fuck. Ein bisschen warten. Okay. Okay, jetzt ist es an der Zeit, dass wir wieder ein bisschen ruhiger werden. So, wir müssen uns entspannen. Wir müssen uns definitiv entspannen, weil das ist an sich gar nicht schlimm. Es sind halt diese blöden Lava-Hügel, die ich hasse. Oder nennen wir es Wellen. Das sind Lava-Wellen. Und ich mochte die noch nie in gar keinem Spiel. Mochte ich diese Dinger, weil das ist ein Instant-Kill. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass man in so ein Ding reinrutscht. Das ist nun mal so. Kann ja auch mal so machen. Nee, kann das eigentlich nicht sein. Das wäre zu heftig. Ich glaube, das wäre zu heftig, wenn es da drin wäre.
aber es... Nein, nein, scheiße. Ja, es könnte auch da oben irgendwo sein, ne? Wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Oh Gott, ich überlege gerade, ob wir vielleicht einfach sagen, ja, wir wissen nicht, wo die zweite ist und scheißen erstmal auf die zweite. Ich wollte eigentlich auch nicht den ganzen Part hier in dem Level verbringen. Weil ich es auch jetzt nicht so schlimm finden würde, wenn wir einmal so einen ganzen Part in so einem Ding hier verbringen. Was soll's denn? Ey, seien wir doch mal ehrlich. Wäre das so tragisch? Für einige Leute schon, ja, ich weiß, aber... Ach ja, was soll's, komm. Gönn dir das mal, gönn dir das mal, in aller Ruhe. Was kriegst du denn überhaupt für ein Item hier? Ah. Ja, nee, ist klar. 4... 5, nämlich. Ja, toll, aber das Problem ist, da ist Starcoin 3. Ah, und hier kann ich rein. Ja, wunderbar. Da ist dann die zweite. Oh, oh, ich wollte gerade sagen, Hilfe, das klappt so nicht, das klappt. Nein. Nein, nein, nein. Und hoch da. Wunderbar. Ja, haben wir gepackt, Leute. Also so gut wie. Jetzt noch Iggy besiegen und keinen dummen Fail machen. Aber wir wissen ja jetzt, wo die zweite Starcoin ist. Und damit ist es ja relativ einfach. Selbst wenn wir versagen würden. Das Schöne ist nur, ich muss tatsächlich wahrscheinlich nicht den ganzen Part in diesem Level verbringen. Und wir können nochmal in die sechste Welt reinschnuppern. Ich hoffe einfach mal, dass die Meldung gleich auch kommt, dass ich hier alles gefunden habe. Weil ich wüsste jetzt nicht, wo noch ein Secret Exit fehlen könnte. Ah, er verpinkelt sich natürlich. Ja, komm. Ich muss auf das Ding da unten achten. Ich muss auf das Ding da unten achten. Da kommt er, genau. Na komm, jetzt spring schon runter. So, bam, okay. Und jetzt lassen wir ihn nicht mehr dazu kommen. Jetzt, oh, oh shit, oh scheiße. Boah. Ey, willst du mich verarschen, Mann? Oh, fuck, der ist aber doch eine Nummer heftiger als alle anderen zuvor. Scheiße. Oh nein, 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 das gibt es nicht. Boah, ich lass mich so krass von dem verarschen die ganze Zeit. Oh nein. Oh Mann, das macht doch keinen Spaß. Scheiße. Ja, nee. Oh. Dritter Anlauf. Oh Gott. Ey, jetzt muss ich... Ich schaff den Gegner nicht. Jetzt frage ich mich, in meinem normalen New Super Mario Bros. Wii LP, hatte ich da auch Probleme bei dem? Das ist jetzt hier die... Wow, 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 wow. Das ist jetzt hier die Frage. Bin ich mir nicht sicher. Ich kann es mir beinahe nicht vorstellen, dass ich da großartig Probleme hatte, aber wer weiß das schon. Ihr wisst es, also einige von euch werden es eventuell noch wissen. Für mich ist das ein bisschen zu lange. Nein! Oh, jetzt wieder nur mit dem Pilz. Oh, ich wollte da mit einer Feuerblume wieder rein. Verdammt. Ich hätte den doch auch... Ja, Mann, vielleicht kannst du den auch einfach mit einer Feuerblume abschießen. Das wäre doch viel leichter. Ich weiß noch nicht, ob ich den am Anfang vielleicht schon treffen kann und ich sofort nach rechts stürme und versuche, ihn zu treffen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, und dann muss ich auf seinen komischen Panzerangriff, da muss ich ein bisschen drauf achten. Ja. Und wenn er dann unten ist und schießen will, dann springt er hoch. Ja, da muss ich auch drauf achten. Fuck, ey. Und dann musst du auf das Vieh da unten achten. Und du musst auf alles achten. Ja, lass ihn einfach schießen direkt. So. Ist ja nicht so das Thema. Jetzt kommt... Nein, nein, nein. Ich glaube das einfach nicht. Das ist nicht euer Ernst. Oh, ja, jetzt rennt er wieder. Das ist so scheiße. Boah, ich finde den so schwierig. Ja, gar nicht. Oh, ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt springt er wieder. Jetzt müssen wir aufpassen. Das ist jetzt eventuell sogar noch die Chance. Ich finde den so schwer, das ist ja nicht normal. Komm, jetzt wird er doch mal langsam wieder normal. Oh, und jetzt rennt er halt sofort weg. Ja, das sind halt Schießen, das ist schon alles gut. Kommt der Typ aus der Lava eigentlich noch? Ich glaube, der kommt nur, wenn er sowas Rotes abschießt. Kann das sein? Das ist... Ich habe so scheiß Probleme mit dem, das gibt's doch nicht. Ich faile. Ich sag's euch, das schaffe ich nicht. Jetzt kommt er da rausgeschossen. So, wieder zurück. Wups. Ich denke mal, dass er jetzt auf dieser Seite gleich echt wird. Oh, den kriegst du so schnell nicht. Den kriegst du so schnell halt einfach nicht. Oh Gott.
Und da ist was Rotes. Ja, da kommt so ein Vieh. Oh, Fail. Ich höre dir Trapsen. Nein, fuck you. Das war so klar. Das ist nicht zu packen. Oh, oh Gott. Oh, was? Mit dem habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Warum habe ich nicht mit dem gerechnet? Nein. Oh, Iggy, du blöde Sau. So. Boah. Das Schlimme ist, das war ein ganz normaler Endboss aus NSMBU. Und das war für mich gerade bis jetzt, ich glaube, boah, das Schwerste im ganzen Spiel. So ziemlich. Boah, der war ja richtig brutal. Lass mal klarkommen auf sein Leben. Geht ja gar nicht. Naja. Geschafft ist geschafft. Brauche ich nie wieder machen. Das ist das Schöne. Wunderbar. Alles klar. Boah. Meldung? Ja, da kommt die Meldung. Gott sei Dank. Alle Sternmünzen aus dem Limonadendschungel geholt. Gott sei Dank, Mann. Limonadendschungel komplett speichern. Weiter geht es. Und da sind die Kandisminen. Oh, die Kandisminen. Ey, das kann auch... Das kann Spaß werden. Die sind schwierig. Und hier gibt es echt viele Level. Ja, doch. Das EP wird noch länger, als man denkt. Eventuell. Müssen wir mal schauen. So, tiefer Fall am Fuzzy-Felsen oder Fuzzy-Felsen, wie auch immer. Kann man nicht oft genug sagen, dass man nicht genau weiß, wie man es ausspricht. Englisch oder Deutsch. Englisch würde im Grunde mehr Sinn machen und, ups. Ich bin einfach der Meinung, dass man im Englischen bestimmt nicht Fuzzy sagt. Oh, Minipilz. Oh, ein Minipilz. Oh, du Minipilz, was willst du von mir? Willst du mir das Leben schwer machen, oder? Könnte ich mir so vorstellen. Hier ist wieder ein normaler Pilz. Ich muss aber erstmal wissen, wofür der hier ist. Wofür bist du? Wofür ist der? Vielleicht, nein, scheiße. Ja. Boah, ich weiß nicht, soll ich den Minipilz gleich mitnehmen oder nicht? Das ist die große Frage. Minipilz mitnehmen oder nicht? Wo war der denn? Wo hatte ich den denn gerade her? Ich muss gestehen, ich bin eigentlich ein bisschen in Versuchung, auf den Minipilz hier zu verzichten. Oder soll ich da oben hin? Sieht nicht so aus. Okay, dann machen wir das jetzt anders. So. Hier müsstest du doch jetzt eigentlich stehen können, ohne Probleme, ne? Ohne, dass die dich umbringen. Richtig. Gut. Da ist die erste... Doch, wie soll ich das denn mit Minipilz machen? Ach so, soll ich auch gar nicht. Oh... Okay, wissen wir Bescheid. Wir müssen gleich unten lang. Dann mache ich das mit dem Minipilz erst. Gucken wir uns das erstmal an. Ja, definitiv. Das will ich jetzt wissen. Ich kann euch so schon sagen, dass ganz, ganz viele bestimmt diesen Minipilz nicht gefunden haben. Und sich fragen, ey, da ist eine Miniröhre. Und jetzt finden wir es endlich mal heraus, wo so eine Miniröhre hinführt. Wobei, ich kann mir doch vorstellen, ja, aber der ist halt recht hochgesetzt, ne? Dass man vielleicht doch sagen würde, okay, da ist nichts. Zumindest denke ich mal, es ist so gedacht, dass man das denken soll. Ja, ganz entspannt, ganz entspannt. Okay, das ist eigentlich popelig einfach. So, hier muss man jetzt einfach nur Speed, aber nicht zu viel. Okay, gut, wir sind in der Miniröhre, endlich mal. Okay, nicht euer Ernst jetzt. Och Mann, das ist doch nicht euer Ernst. Was ist das für ein Scheiß hier? So viel zum Thema Minipilz. Toll. Ein echter Knaller. Naja, haben wir das mal gesehen? Und für... Oh, okay, hier ist noch ein Weg. Und für Scheiße befunden, würde ich mal behaupten. Hier ist der Pixel-Luigi. Juhu. Ja, haben wir den auch gefunden? Ich glaube, es gibt in jedem Level einen. Aber ich achte es tatsächlich nicht unbedingt für wichtig, die zu finden. Es tut mir leid. Also, falls ihr... Okay. Boah, das könnte aber mit dem... Geht das mit dem Mini-Luigi überhaupt? Eventuell. Problem ist nur, dass ich es zeitlich sowieso nicht mehr schaffe, weil wir nur noch 17 Sekunden haben. Da ist die... Ah, und dann knallt er da rein. Es ist so...
Ja, ist doch scheiße. Egal. Okay, wir machen das Level jetzt definitiv ohne den Mini-Pilz, weil es ist unnötig. Absolut unnötig. Man hätte sich das Level so leicht machen können, aber nein, man will ja in diese dämliche Röhre, in der einfach mal nichts ist, außer drei Leben wahrscheinlich und ein paar Münzen. Wow. Ist ja ein Knaller. Kann man immer gut gebrauchen, so ein Kram. So, okay, wunderbar. Ich hätte jetzt... Scheiße. Aber ich glaube, ich kriege 9. Ich glaube, das dürfte jetzt nicht so das Problem sein. Hier machen wir es auch einfach so wieder. Wunderbar, das ist ja nicht das Thema. So, wir müssen auch nur ein bisschen auf die Zeit achten. Hier ist es nämlich... fast schon ein bisschen knapp hier. Ne, wobei, ich will die Blöcke da unten haben. Interessiert mich dann... Kein Pilz. Mann, ey. Ja, das schaffen wir, glaube ich, nicht. Gucken. Ja, noch... Wie soll das denn gehen? 4. Ja, den 5. Kriegen wir sogar. Ich raste aus. Und wir kriegen eine Eisblume. Das ist sogar sehr, sehr gut. Das ist so ziemlich das Beste, was du hier jetzt gerade haben kannst. Ne? So, wunderbar. Voll einfach auf einmal. Ah ja. Ach so. Cool. War doch gar nicht so schwer. Naja, okay, doch. So schon ein bisschen schwieriger, aber mit der Eisblume dann doch wesentlich besser machbar als mit so einem Mini-Pilz. Oh. Auch wenn es damit ging, muss man ganz offen und ehrlich sagen. Es hätte klappen können. Ist jetzt nicht so gewesen, dass es unmöglich gewesen wäre. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß soweit. Bis dann und ciao.